Hi, wir melden uns heute mit einem Gärtnervideo. Wir haben ja seit letztem Jahr die drei gemeinsamen Gärtnerkisten für den Schwenning hier bei uns auf dem Hof stehen und wollten eigentlich jetzt in den Osterferien gemeinsam mit euch die bepflanzen. Da das ja leider jetzt in der Form nicht möglich war, hatten wir euch ja gefragt, was ihr euch so vorstellen könnt, was ihr wollt, was wir da reinpflanzen sollen. Das haben wir uns auch alles notiert und haben uns ein bisschen beraten lassen im Gartencenter. Und die haben gesagt, das ganze Obst und Gemüse, was ihr vorgeschlagen habt, da müssen wir noch ein bisschen mit warten. Das geht erst Mitte Mai, weil bis dahin kann auch immer noch mal wieder der Frost kommen. Und ja, dann gehen sie uns kaputt. Kräuter können wir aber jetzt schon anpflanzen. Und deswegen haben wir einfach mal unterschiedliche Kräuter eingekauft. Die stelle ich euch mal ganz kurz vor. Wir haben schon ein paar eingepflanzt. Wir haben hier einmal den Schnittlauch, ganz hinten hier noch den Rosmarin und hier vorne ist noch die Petersilie. Das sind ja ganz typische Kräuter, mit denen man einfach, beziehungsweise mit denen wir richtig leckere Sachen kochen können, wenn wir dann wieder aufhaben. Genauso wie eine spezielle Variation des Basilikums, das ist der Blue Magic Basilikum. Der hat, ich weiß nicht, ob ihr es seht, der hat hier so blaue Adern. Sieht total fancy aus. Dann haben wir noch die Mojito-Minze gekauft. Damit können wir richtig leckere alkoholfreie Cocktails machen. Und genau, dann haben wir noch mal drei Pflanzen gekauft, die wir so nicht kennen. Die riechen aber total geil. Und da kann man auch lecker mit kochen oder auch Limonaden draus machen. Wir haben hier das australische Zitronenblatt. Riecht total verrückt, ist auch super flauschig, wenn man über die Blätter geht. Wir lassen uns mal überraschen. Auch etwas flauschig ist der mexikanische Oregano. Der ist auch gut in Getränken oder zum Kochen. Und hier vorne haben wir eine ganz spezielle Pflanze. Und zwar ist das die Langlebigkeitspflanze, die Gotu Kola. Von der lassen wir uns auch einfach mal überraschen. Genau. Und jetzt pflanze ich einfach nochmal die letzten beiden ein. Ich habe jetzt die letzten beiden Pflanzen noch eingepflanzt. Jetzt muss ich die gleich nur noch gießen. Wichtig war auch, dass wir einen Abstand von 10 cm waren zu den unterschiedlichen Pflanzen, damit die einfach genug Platz haben für ihre Wurzeln. Ich gieße sie jetzt gleich nur noch und dann hoffen wir mal, dass sie gut werden. Ciao!